Hey, willkommen zur neuen Folge von Papers, Please. Und wie immer machen wir genau da weiter, wo wir beim letzten Mal logischerweise aufgehört haben. Beim letzten Mal haben wir leider wieder ein Attentat miterleben müssen. Haben es tatsächlicherweise überlebt, sonst wäre dieses Spiel jetzt vorbei. Aber wir haben leider, wie ich hier schon lesen kann, Clubtänzerin in Grestin tot aufgefunden. Ich dachte eigentlich, dass wir sie gerettet hätten, aber sie sind anscheinend trotzdem gestorben. Keine Ahnung warum, ich habe anscheinend die falsche Entscheidung getroffen. Finde ich schade. Und natürlich hier wieder Angriff auf Grenzübergang Christine. Wie ich schon erwähnt hatte, ne, letztes Mal gab es leider einen Angriff. Ein Terroranschlag. Derjenige wollte, dass seine Freunde besuchen, hat er mir erzählt, aber logischerweise hat er nicht seine Freunde besucht. Naja, ich mache es auf jeden Fall weiter. Genug drumherum gelabert. Wer das Spiel nicht kennt, ihm das Spiel überhaupt nicht sagt. Schon die Beschreibung, vielleicht verstehst du diese super tolle Erklärung, die ich da hinterlassen habe. Oder schau dir einfach die erste Folge an. Da wird es eigentlich wirklich sehr deutlich. Also wirklich deutlich. Und wenn nicht, du kannst einfach hier weiter zugucken, da verstehst du es auch. So, Inspektor Geisty. Um die Abfertigung zu beschleunigen, wurde ein Suchscanner-System in ihrer Kabine installiert. Kolechische Extremisten stehen in Verdacht, für den Bombenanschlag vom gestrigen Tage verantwortlich zu sein. Ja klar, wenn es ein Koleche war, ist das vielleicht möglich, ja. Durchsuchen Sie alle Kolechen, bevor Sie deren Einreise genehmigen. Es lebe Arstotzka. Gleichen Sie den relevanten Absatz der Vorschrift mit den falschen Daten ab, um Zugriff auf weitere Optionen zu bekommen. Gleichen Sie entdeckte Waffen und Schmugglergut mit den Vorschriften ab. Eine Spritze, alles klar. Ja, das sind die aktuellen News. Wieder angehäuft, das Wetter, okay, nichts Wichtiges. Also, wir müssen eigentlich jetzt bloß Leute, die aus Kolechien kommen, scannen. Mehr muss ich nicht machen. Papiere bitte. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ich möchte Freunde besuchen. Du bist aus Kolechien? Mein Glückwunsch, ich darf sie durchsuchen. Sie wurden für eine routinemäßige Durchsuchung ausgewählt. Scannen. Ja? Achso, okay. Einfach am Erblinden auf der anderen Seite. So, hast du irgendwelche Waffen dabei? Nein, hast du nicht. Okay. Freut mich. Du hast auch nichts Schlimmes dabei. Besuch hast du gesagt, 3 Monate, richtig? 12 Wochen, ja. Datum stimmt, der Code ist der gleiche. Natalia Katlowska, Kolecha und Westchristin, stimmt, das weiß ich. Weiblich sehen sie aus, nehmen sie keinen Hut auf. Auf dem Bild, aber das sollte eigentlich nicht schlimm sein. Schönen Aufenthalt, aber wehe, sie machen mir Ärger. Dann verliere ich leider meinen Job. Ach, wie schlimm. Das wäre echt blöd. Ich liebe diesen Job so sehr. Papers, please, sie kommen auch aus Kolechien. Ich will zu meinem Mann ziehen, das ist ja schön. Aber sagen Sie mal, haben Sie vielleicht irgendwelche Waffen dabei oder so? Weil, dann darf ich Sie tatsächlicherweise nicht durchlassen. Schauen Sie erstmal in Richtung Scanner. Aber behalten Sie bitte Ihre Sache an. Bitte. Das meine ich ernst. Dankeschön. Haben Sie irgendwelche Schmugglerware dabei? Sieht nicht so aus. Das freut mich doch. Das ist mein Bild. Das behalte ich. Das hänge ich mir in die Wand. War nix? Kann ich mir in die Wand hängen? Nein, okay. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts gesagt, nichts gemacht. Kolechien, ja, sie sehen so aus wie auf dem Bild, das würde ich jetzt schon sagen. Andrea Sanke. Nicht abgelaufen, Einwanderung hast du, glaube ich, gesagt. Entschuldigung, haben sie ja, glaube ich, gesagt. Sie wollten ja zu ihrem Mann ziehen. Ja, ich würde einfach mal sagen, ich sage jetzt hier, ja, das freut mich. Vidor und Kolechien. Stimmt das? Muss ich kurz nachgucken, ne? Wir kennen uns ja alle in dieser Welt so gut aus. Kolechien, wo war da? Vidor ist dabei. Ich habe sie nicht aufhalten wollen. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, glaube ich. Ich habe jetzt 2 Leute durchbekommen. Nächster. Guten Tag, der Herr. Papiere bitte. Sie kommen auch aus Kolechien. Wollt ihr vielleicht irgendwie alle aus Kolechien kommen auf einmal? Ich bleibe einige Monate. Ja, das gucke ich gleich nach, aber ich muss erstmal gucken, ob sie hier irgendwie was fälschen wollen. Ich kann währenddessen gucken. Besuch pro Monate, ja. Okay. Das Datum ist auch richtig, der Code ist der gleiche. Tomatz Krean ist auch gleich. Haben Sie was dabei? Nein. Kolechien Jurkostadt. Dann lassen Sie mich kurz mal gucken. Ich habe nämlich vergessen, was in Kolechien so für Städte sind. Sie haben kein Problem. Sie haben. Ja, ich kann sie nicht wegschicken. Viel Spaß. Bitte. Okay. Ich wusste natürlich, dass der stimmt. Guten Tag. Papiere bitte.
Anna Romeo, männlich, Ostchrist. Verstehen Sie mich nicht falsch. Na, ich möchte hier nicht irgendwie gemein klingen, aber sind Sie wirklich eine Frau? Ein Mann, Entschuldigung, ein Mann. Vor allem mit Anna als Vornamen. Was ist... Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. Ja, Sie sind ein Mann. Tut mir leid. Anna Romeo, 90 Kilogramm, 1,78, stabile Größe. 1940, 1956 ist auch richtig. Ost-Christine Astrotzka ist auch richtig. Ist nicht abgelaufen. Code stimmt, glaube ich. Habe ich schon geguckt, deswegen. Ach, es gibt ja kein Code. Es lebe Astrotzka. Ich hätte dieses Bild gern behalten. Ich fand das sehr belustigend. Hallo, guten Tag. Ihre Einreise sind Republien. Da muss ich sie nicht kontrollieren. Aber das Aufenthalts 2 Tage dran sieht, passt. Das Datum stimmt. Der Code ist genau das gleiche. Julie Hendwiska. Julie Hendwiska. Das stimmt auch. Denn Aussehen ist auch gleich. Weiblich würde ich auch denken. Republien Gloria irgendwas. Ist das so richtig? Glorien Republien, was haben wir noch schon? Republien, ja, Glorien, ja genau. Ein wunderschönen Aufenthalt in unserer wundervollen Stadt, Land, was auch immer. Aber machen Sie mir bitte keinen Ärger. Hallo! Das ist eine interessante Kleidung, die Sie da tragen, liebe Samantha. Transit, ich bleibe nur 2 Wochen. 3.11.82 ist tatsächlich leider falsch. Können Sie mir das irgendwie erklären? Ja, das ist natürlich ihr Problem, aber nicht mein Problem, dass sie jetzt erst kommen konnten. Schönen Aufenthalt zurück zu Hause. Hallo? Sieht aus wie, Mario. Wo hast denn du Luigi gelassen, ha? Ich bleibe 60 Tage, was? 60 Tage? Warte mal kurz. 60 Tage passt, ich will arbeiten, ist auch richtig. Okay, alles klar. Wie viel willst du mir noch geben? 31 stimmt, der Code ist gleich. Shady Safetti. Shady Safetti, Shady Safetti. Produktion 1.2.83 ist auch richtig. Ach, du bist Kollegia. Ach, schon wieder. Also, was wollt ihr denn alle? Alle Kollegien durchsuchen. Das Problem ist, du bist jetzt wahrscheinlich der 4., 5. Kollege, den ich durchsuche. Ich bin mir leider jetzt sehr sicher, dass du irgendwas schmuggelst. Weil irgendwann muss ja jemand vorkommen, der was rumschmuggelt. Es ist leider logisch. Ja, aber klar. Das sieht mir aber auch ein bisschen gefährlich aus. Können Sie mir sagen, was das ist? Das ist bestimmt bloß... Achso, oh. Okay, ich wollte gerade zum Scharwagen. Was, keine Übereinstimmung? Ich habe das falsch eingeklickt. Es war ein Fehler, dass Sie hergekommen sind. Mir fehlen die Worte. Immer schön langsam, mein Freund. Ich habe nur harmlose Medikamente bei. Ich gebe Ihnen 10 Credits, wenn Sie mich hindurchlassen. Das Ding ist, das werden niemals Medikamente sein. Die 10 Credits hätte ich echt gern. Aber das sind niemals Medikamente. Glaube ich dir nicht. Ein astrotzkanischer Beamter lässt sich nicht bestechen. Für so viel Treue müssen die dich gut bezahlen, du Hund. Hält sich in Grenzen tatsächlich. Aber ich bekomme 5 Dollar durch dich. Das ist schon mal die Hälfte. Also, naja. Gibt Schlimmeres auf der Welt. 1,76 ist richtig. Cass Rose ist auch richtig. Du bist Astrotzkianerin, wenn man das auch ausspricht. 5.7.87 ist auch richtig. Paradiesna ist hier, das weiß ich. 17.11.82 ist leider nicht mehr gültig. Können Sie mir sagen, was da passiert ist? Okay, letzter. Warum ist denn der abgelaufen? Was ist denn passiert? Sie können nicht mit einem abgelaufenen Dokument einreißen. Das muss ein Schreibfehler sein. Das glaube ich Ihnen, aber dann lassen Sie den Schreibfehler einfach korrigieren und kommen Sie beim nächsten Mal wieder, ja, liebe Nachbarin? Tschüss. Ich glaube, ich wohne in Ost-Christine. Ich wohne in einer anderen Stadt. Guten Tag. Zurück gereist, ich besuche Verwandte. Ja, sie sind Kollege. Ja? Heißt, ich darf erstmal hier, ne? Sie durchsuchen. Sie wurden für eine routinemäßige Durchsuchung ausgewählt. Währenddessen kontrolliere ich mal, was sie so gesagt haben. Einige Wochen, das ist richtig. Verwandtebesuch ist auch richtig. Das ist noch gültig. Der Code ist genau gleich. Tropikov Junato. Alles klar. Haben Sie irgendwelche Waffen dabei? Nein, haben Sie nicht. Männlich sehen Sie aus. Abgelaufen nicht. Joko Stadt ist, glaube ich, dabei gewesen. Lass mich nicht lügen. Ich gucke mal kurz nach.
sind nämlich eh der Letzte, weil die anderen sind alle schon abgehauen. Kolechien war hier. Jokostadt, ja. So, alles richtig geschrieben. Den Namen kontrolliere ich nochmal kurz. Junato. Tropikov. Tropikov. Gut, das freut mich. Sie können gerne einreißen. Und naja, ne. Ah ne, besuchen wir uns ja bloß jemanden. Wehe, sie sprengen sich gleich in die Luft. Den letzten, den ich durchgelassen habe, wegen Besuch aus Kolechien, der hat. Okay. Nicht wichtig. Gibt nichts mehr Wichtiges. Kabine verbessern, Leertaste für Prüfmodus. Den brauche ich eigentlich nicht, weil ich drücke eh nie mit Leertaste, weil das Spiel spielst du eigentlich bloß mit der Maus. Die linke Hand chillt eigentlich bloß auf meinem Tisch. So. Sie sind alle am Frieren, das heißt, Nahrung kann ich weglassen. Boah, ich habe 8 Leute halt nur durchgebracht. Eigentlich muss man mindestens immer so mindestens 10 schaffen. Naja, okay. Besser als nix. Okay. Schlafen wir mal. Kolechischer Staatschef legt Beschwerde ein. Ja, ich habe halt nur Kolechen. Weißt du, haben die auch nichts Besseres zu tun, als sich jetzt zu beschweren, dass sie gescannt werden müssen? Was ist daran so schlimm? Ich habe sogar jemanden verhaften lassen, weil der wirklich was dabei hatte. Also, naja, es war ja nicht mal unnötig. Aber klar, ich würde mich auch nicht halb ausziehen wollen jedes Mal, weil ich aus einem Land komme. Das verstehe ich aber auch. Geisti, die Kolechen haben formell Beschwerde eingelegt. Ein Diplomat wird heute zu Gesprächen auf höchster Ebene eintreffen. Das automatische Durchsuchen von Bürgern Kolechiens ist nicht länger autorisiert. Bitte wenden. Diplomaten. Diplomaten benötigen zur Einreise nur einen Pass und eine gültige diplomatische Akkreditierung. Aktualisierte Informationen zu den entsprechenden Dokumenten finden Sie in den Vorschriften. Es lebe Achstotzke. Ein Diplomat wird heute zu Gesprächen auf höchster Ebene eintreffen. Alles klar. Dann warte ich mal auf den Diplomaten. Sind Sie der Diplomat? Was ist der Zweck Ihrer Reise? Meine Anwesenheit hier wurde verlangt. Ich wollte sie gerade durchsuchen, weil sie Koleche sind. Passnummer BK8, ja, ist richtig. Der Inhaber hat unbeschränkten Zugang zu folgenden Städten. Impor, Koleching, Obristan und Aztrotzka. Okay, ja. Ich will einfach mal sie durchlassen, ne? Gut. Ja, wird schon richtig sein. Würde mich jetzt echt wundern, wenn du nicht der Richtige bist. Und machen sie mir ja keinen Ärger. Okay. Ja, dann der allererste, der da war. Ich verstehe. Kommt gleich noch einer, Faker oder was vorbei? Der Zweck ihrer Reise. Ich bin auf Durchreise. Dauer des Aufenthalts. Ich bleibe hier einige Wochen. Passt perfekt. Ist auch gültig die Einreise. Der Code ist der gleiche. Carina Guerra. Guerra. Der Pass ist nicht abgelaufen. Sie sehen gleich aus. Republic Glorian Major. Das ist auch richtig. Das hatten wir vorhin 50.000 Mal. Das weiß ich noch. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und bitte machen Sie mir keinen Ärger. Danke. Hallo! Dich kennen wir doch. Hallöchen, ich bin schon wieder. Freust du dich, mich wiederzusehen? Ja, natürlich freue ich mich, aber du brauchst was anderes. Du brauchst eine Einreisegenehmigung für Ausländer, mein Freund. Einreisegenehmigungen gelten nicht mehr. Nein, die hat mir so einen Kerl verkauft, der meinte, die ist noch gut. Schauen Sie doch nochmal genau an. Nein, tut mir leid, ich kann dich nicht reinlassen. Auch wenn der Tag stimmt, das zählt seit langem nicht mehr. Ich habe auch, glaube ich, jeden Satz, den du gerade gesagt hast, falsch vorgelesen. Kommen Sie ja nicht wieder. Aha. Du bist mir schon ein netter Kerl, aber ich habe geschäftlich in Askoska zu tun. Ich hole mir die richtigen Papiere und komme wieder bei dir vorbei. Wenigstens sprengt er sich nicht in die Luft. Wie andere in diesem Spiel schon getan haben. Der Zweck Ihrer Reise. Ich möchte Freunde besuchen. Lass mich raten, einen Monat? Unglaublich. 14.11. ist leider ein falsches Datum. Sie können also den Besuch abhaken. Dieses Dokument ist abgelaufen. Ich konnte erst jetzt kommen. Ja, das freut mich für Sie. Dann können Sie auch jetzt erst wieder gehen. Tschüss. Nächster. Ich würde Sie gerne alle unter Rest stellen, wenn Sie mich anlügen wollen. Papiere bitte. Der Orden erwartet Sie. Coole Sache, danke dir. Was ist das denn? Etzig. Hormen Drex. Drex einfach. Entschuldigung. Ich bin Diplomat. Ja, und Ihr Pass? Wo ist Ihr Pass? Bitte. Ich finde sowas so lustig. Ne, Karel Suviti. Ja, Code ist gleich. Obristan Aztrotzka steht mit drin. Wir sind Aztrotzka.
Das ist auch noch gültig. Antiochien, Glorian. Warten Sie kurz, ich muss nur kurz nachgucken, ob sie von Antiochien, ob es da diese Stadt gibt, die sie aufgeschrieben haben. Ja, gibt's. Glorian gibt's, ja. Wählt sie gleich aus. Ich würde sie einfach mal durchchecken. Ich finde, hier liegt kein Fehler vor. Jo, in dem Sinne. Ist der Name gleich? Suviti? Karel, jo. Ja, irgendwie, ich habe irgendwie gedacht, dass das jetzt falsch ist. Weil wir schon Diplomaten hatten hier, aber anscheinend nicht. Papers, please. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ich möchte Freunde besuchen. Dauer des Aufenthalts 3 Monate. 27.12. ist richtig. Der Code ist gleich. Karlov Vlad. Stimmt auch. Jetzt muss ich noch kurz gucken. Ja, abgelaufen noch nicht. Männlich, glaube ich, in Impoenkio. Warten Sie kurz, das schaue ich kurz noch nach. Alles super. Also ich sehe da kein Problem. Sie können gerne hier bleiben. Richtig? Richtig. Schönen Aufenthalt. Aber machen Sie mir ja keinen Ärger. Nächster. Hallo. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, Transit. Ja, okay. 14 Tage. 14 Tage. Das ist noch gültig. Der Code ist auch gleich, ja. Der Name ist auch genau der gleiche. Obristan und Skal, glaube ich, ist auch richtig. Obristan und Skal. Jo, okay. Irgendwie, soll ich irgendwie alle heute wieder durchlassen? Ja, okay. Kann ich machen. Zu Laskala. Ja, okay. Schöner Aufenthalt. Warum nicht? Warum schwer machen, wenn es einfach geht? Einfach alle durchschicken. Alles richtig haben. Spricht ja nichts dagegen. Guten Tag. Corman Drex. Ich hab dich hier bekommen auf einem Zettel. Was soll ich mit dir machen? 78 Kilogramm, 1,70 groß, 31.05.45, Drex Corman. Richtiger Drex Corman. Code brauche ich nicht, abgelaufen brauche ich schon, aber ist nicht abgelaufen. Ist genau gleich aus wie auf dem Bild. Das Alter ist genau gleich, weil du genau am gleichen Tag geboren bist. Ich würde einfach mal sagen, du bist frei zu sprechen. Ich weiß nicht, was mit dir ist, weil du da angeschrieben worden bist, aber coole Sache. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, ich habe hier Arbeit. Ich bleibe einen Monat, das ist richtig. Das Datum stimmt auch. Das Datum stimmt auch. Forschung. Arik Schubik steht überall richtig da. Sie sehen auf dem Bild gleich aus. Die Nummer ist auch gleich. Ja, ne? Abgelaufen ist es auch noch nicht. Muss ich kurz gucken. Obristan und irgendwas mit M. Mergerus. Mergerus, ja, ist auch richtig. Irgendwie schicke ich heute jeden einfach durch. Ein wunderschöner Aufenthalt. Aber machen Sie mir bitte ja keinen Ärger. Oh, verdammt. Ich hab halt wirklich nicht aufs Geschlecht geachtet. Ich möchte nicht drüber reden. Sie sind ein Diplomat, ist das so? Sie sind auf jeden Fall zuständig hierfür. Der Code ist gleich. Stanley Vijaya. Okay. Männlich. Ja, stimmt. Vereinigte Föderation und Shingelton. Ist auch richtig. Ist richtig geschrieben. Shingleton, ja. Dann, ja. Ja. Wünsche Ihnen einen tollen Aufenthalt, lieber Herr Stanley. Es ist alles eigentlich richtig. Das Bild ist auch gleich, erzähl mir nichts. Okay. Tschüss, ne? Machen Sie mir keinen Ärger. Okay, cool. Ich wusste jetzt nicht, was ich mit dieser Karte anfangen soll, die mir so irgend so ein Random gegeben hat. Irgend so ein Typ kam ja rein in so einer Maske und hat mir jetzt einen Comment Drecks hingelegt. Sollte ich den wegschicken oder? Ich habe nichts gesagt, ne? Mein Sohn ist krank. Er kauft die Medikamente. Gut, dann war's das für diese Folge. Ja, es ist exakt fast nichts passiert.
Aber so ist das Spiel halt auch manchmal. Es ist manchmal spannend, es ist manchmal langweilig. Ich hab's halt hinbekommen. Hätte ich jetzt irgendwie 8-mal verblödelt, naja, wäre es halt anders gewesen. Ich habe es aber nur 1-mal verblödelt. Heißt, es ist in gewisser Weise dann ein bisschen schläfrig gewesen. Aber okay. Dann belasse ich es heute dabei, ne, wie gesagt. Ciao, ciao.